Magenkrebs hat den Ruf, eine der schlechtesten Krebsarten zu sein. Für viele Betroffene gehören Schmerzen jedoch nicht zu den ersten Warnzeichen von Magenkrebs. Das charakteristische Merkmal im Frühstadium besteht wahrscheinlich darin, dass er überhaupt keine Symptome verursacht. Es gibt verschiedene Arten von Magenkrebs, die sich je nach ihrem Stadium unterscheiden. Wir alle haben von Zeit zu Zeit Magenschmerzen und das kann dazu führen, dass man sich Sorgen über Magenkrebs macht. Aber er gehört nicht zu den häufigsten Krebsarten und in den meisten Fällen sind Magenschmerzen oder Schmerzen nicht die Folge von Krebs. Hier sind 8 Symptome von Magenkrebs, die du nicht ignorieren solltest. Erstens, Blut im Stuhl oder Erbrochenem. Blut im Stuhl oder im Erbrochenen ist zwar kein sicheres Anzeichen für Magenkrebs, erfordert aber einen Besuch bei einem Arzt. Wenn die Blutung mit Krebs zusammenhängt, sieht das Blut im Stuhl wahrscheinlich kastanienbraun oder teerartig schwarz aus. Es sieht so aus, weil es von den Verdauungsenzymen angegriffen wurde. Wenn sich Blut im Erbrochenen befindet, ist er eher leuchtend rot und kann eine grobe Kaffeesatztextur haben, weil es teilweise verdaut worden ist. Blut im Stuhl kann zwar ein Anzeichen für andere Krankheiten sein, doch es muss in jedem Fall ein Arzt aufgesucht werden. Blut im Stuhl kann auch ein Anzeichen für Darmkrebs sein. Zweitens, frühes Sättigungsgefühl. Dies ist eines der Warnzeichen für Magenkrebs. Du warst hungrig, als du dich zum Essen hingesetzt hast, aber nach ein paar Bissen vergeht dir der Appetit und das Essen schmeckt dir nicht mehr. Dies wird als frühes Sättigungsgefühl bezeichnet und ist ein weiteres Symptom, das auf Magenkrebs hindeuten kann. Vor allem, wenn das frühe Sättigungsgefühl anders ist, als du es gewohnt bist, solltest du das nicht ignorieren. Dein Appetit kann sich aus vielen Gründen verändern, aber wenn du ein Gefühl der Abneigung gegen Essen entwickelst und dich schon nach wenigen Bissen satt fühlst, solltest du dieses Zeichen nicht ignorieren. Wenn in deinem Bauch ein Tumor wächst, kann er die Nahrung blockieren und sie daran hindern, in den Dünndarm zu gelangen. Das kann auch dazu führen, dass du dich aufgebläht fühlst. Ein frühes Sättigungsgefühl kann auch ein Anzeichen für Eierstockkrebs sein. Drittens, Magenschmerzen. Ja, in manchen Fällen sind Magenschmerzen ein Zeichen für Magenkrebs, aber in den meisten Fällen sind die Schmerzen die Folge einer anderen Erkrankung des Darmes und des Unterleibs. Magenkrebsbedingte Schmerzen zeichnen sich dadurch aus, dass sie anhaltend und nagend sind. Es handelt sich nicht um etwas, das man einen Tag lang spürt, dann 2 Wochen lang verschwindet und dann wiederkommt. Der klassische Magenkrebsschmerz ist ein dumpfer Schmerz in der Mitte des Magens. Starke Schmerzen im Bauch mit einem harten Klumpen, der durch Druck auf den Bauch zu spüren ist, muss untersucht werden. Viertens, unerklärlicher Gewichtsverlust. Viele Gesundheitszustände, darunter Typ 1 Diabetes, Morbus Addison und Morbus Crohn, können zu unerklärlichem Gewichtsverlust führen. Du kannst auch Magenkrebs zu dieser Liste hinzufügen. Wenn du Gewicht verlierst, ohne eine Diät zu machen, solltest du darauf achten. Sei dir bewusst, dass der Gewichtsverlust schrittweise erfolgen kann. Vielleicht bemerkst du keinen plötzlichen Gewichtsverlust, aber wenn du dich auf die Waage stellst, merkst du vielleicht, dass du in den letzten 6 Monaten 5 Kilo verloren hast. Sei wegen ein paar abgenommener Kilos nicht gleich aus dem Häuschen. Wenn der Gewichtsverlust jedoch spürbar ist und du nichts unternommen hast, was dafür verantwortlich ist, solltest du mit einem Arzt sprechen. Ein unerklärlicher Gewichtsverlust kann auch ein Anzeichen für Lungenkrebs sein. Fünftens, Sodbrennen oder Verdauungsstörungen. Sodbrennen, Verdauungsstörungen und andere häufige Symptome eines gestörten Darms, die auf verschiedene Magenprobleme hinweisen, können auch Frühwarnzeichen für Magenkrebs sein. Es ist viel wahrscheinlicher, dass es sich bei diesen Symptomen um etwas anderes als Krebs handelt. Aber es ist trotzdem eine gute Idee, dem Arzt zu sagen, was los ist. Wenn du unter Sodbrennen oder Verdauungsstörungen leidest und diese nicht loszuwerden scheinst, könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass in deinem Magen etwas nicht stimmt. Wenn die Symptome länger als 2 bis 3 Monate andauern und fast nach jeder Mahlzeit wieder auftreten, ist das ein gefährliches Zeichen. Es ist besser, eine Untersuchung durchführen zu lassen. Der Reflux könnte auf einen Tumor im Magen zurückzuführen sein. Sechstens, Übelkeit und Erbrechen. Häufige Übelkeit, Würgereiz und das Erbrechen von kleinen Essbrocken, die du vielleicht erst vor ein paar Minuten zu dir genommen hast, sind Warnzeichen für Magenkrebs. Dies kann auf einen Tumor zurückzuführen sein, der die Passage der Nahrung behindert.
Ständiges Erbrechen kann die Speiseröhre schädigen und auch zu einem unregelmäßigen Stoffwechsel führen. Dysphagie oder Schluckbeschwerden treten ebenfalls auf, wenn die Speiseröhre geschädigt ist. Die Speiseröhre ist ein Schlauch, der mit dem Magen verbunden ist und einer der ersten Körperteile, die infiziert werden, wenn sich der Krebs außerhalb des Magens ausbreitet. 7. Blähungen, Durchfall und Verstopfung. Es ist logisch, dass Krebs, der im Magen wächst, dazu führen kann, dass du dich aufgebläht fühlst und dass dein Stuhlgang gestört ist. Zwar schreit keines dieser Symptome bei einem Arzt Magenkrebs, aber wenn sie zusammen mit einigen der anderen Probleme auf dieser Liste auftreten, könnte dies zur Folgeuntersuchung auf Krebs führen, wenn dein Arzt keine andere Erklärung finden kann. 8. Schwierigkeiten beim Schlucken. Schluckbeschwerden sind eines der frühen Warnzeichen für Magenkrebs, auch wenn sie anscheinend nicht so häufig auftreten wie viele der häufigeren Warnsignale. Aufgrund vieler Magen-Darm-Probleme sowie der Säure und der Flüssigkeit im Magen kann es zu Schluckbeschwerden kommen. Außerdem ist dies mit dem Eindruck und dem Gefühl verbunden, nicht schlucken zu können, obwohl der Vorgang stattfinden kann. In diesem Fall sollte man nicht versuchen, den Rachen zum Schlucken zu zwingen, sondern versuchen, ihn mit Lutschtabletten oder sogar Hustenbonbons anzufeuchten. Und natürlich kann ein Arzt Tests durchführen, um festzustellen, ob es sich tatsächlich um ein Symptom einer ernsten Krankheit wie Magenkrebs handelt. Kennst du noch andere Anzeichen für Magenkrebs? Schreib sie uns in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ihm ein Like da und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren.